الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم meine Geschwister. Wie geht es euch beim fünften Tag von Ramadan? Bei mir, Alhamdulillah, ich finde, es wird immer besser und einfacher, wird das Fasten. Khair inshallah, lasst uns loslegen. Wir sind im Monat des Veränderns. Und wir haben letztes Mal haben wir angefangen, über Dua zu sprechen, über das Bittgebet. Heute, meine Geschwister, habe ich für euch eine sehr schöne Überlieferung ausgesucht. Die möchte ich gerne mit einem Vers aus dem Koran kombinieren, damit die Bedeutung komplett und perfekt sein wird, inshallah. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. Was ist الدعاء? الدعاء ist Bittgebet. هو العبادة ist, was ist die Anbetung. الدعاء هو العبادة. سبحان الله. Was will uns Allah سبحانه وتعالى sagen? هل تريد, willst du wissen, was الدعاء bedeutet oder was الدعاء ist, mein Bruder, meine Schwester? الدعاء هو العبادة. Ja, sagt, صلى الله عليه وسلم, الدعاء, das Bittgebet, ist die Anbetung. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja, und wo ist das Fasten? Wo ist das Salat? Wo ist Zakat? Wo ist Hajj? Wo ist... Allah subhanahu wa ta'ala, der Prophet, صلى الله عليه وسلم, hat nie gesagt, الصلاة العبادة. Ist das möglich, dass wir das nur bei الدعاء, beim Bittgebet hören? Die Antwort, meine Geschwister, für diese oder die Erklärung dieser Überlieferung ist folgendermaßen. Ihr wisst, das Wort Ibada kommt von Al-Ubudia. Ibada ist Anbetung. Al-Ubudia ist die Dienerschaft. Al-Abd, das heißt der Diener, Faqir, Miskin in Allah subhanahu wa ta'ala. Er braucht Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist auf ihn angewiesen in jeder Minute und jeder Sekunde. Ja? Und jetzt die Frage, was ist die Situation, meine Geschwister, in unserem Leben, wo wir hundertprozentig zeigen, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala brauchen? In welcher Situation sind wir dann? Wann zeigen wir das? Wenn es uns natürlich nicht gut geht. Und was machen wir? Wir machen Dua. Und weil du beim Dua extrem unten bist, du bist extrem gehorsam und du bittest um Hilfe, dir geht's nicht gut, alles ist kompliziert, alles ist schwierig, du kriegst ein Problem nicht gelöst, du spürst, dass du auf ihn angewiesen bist, ja? Das heißt, in diesem Fall, was verspürst du oder was machst du? Du betest Allah subhanahu wa ta'ala hundertprozentig an. Beim Gebet oder beim Fasten kann sein, du fastest, aber du bist nicht dabei, du machst nur mit deinem Körper, ja? Und du bist am Beten, aber du bist mit deinen Gedanken nicht da. Nicht, weil das Gebet und das Fasten nicht die Power und die Kraft haben wie du. Nein, keinesfalls, aber das Problem, das bist du. Du bist mit deinem Iman, ja? Du hast nicht das Gefühl, ich brauche ihn. Ja, aber wenn es dir nicht gut, meine Schwester, wenn es dir nicht gut geht, mein Bruder, und du bist sehr traurig und du hast sehr große Schwierigkeiten, dir ist irgendwas passiert, was machst du? Du stehst da und du hebst deine Hände hoch und sagst, ja Allah, rette mich. Ja Allah, du bist der Einzige, der mir helfen kann. In diesem Fall bist du in einer totalen Dienerschaft gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und daher sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ad-du'a'u al-ibada. Ja? Das heißt, der Akt, in dem du wirklich Allah subhanahu wa ta'ala hundertprozentig anbetest, ist was? Gebet? Nicht immer. Zakat? Nicht immer. Al-Hajj? Nicht immer. Aber beim Du'a, wenn du natürlich nicht etwas auswendig Gelerntes wiederholst, wenn du ihn bittest, wenn es um dich geht, um deine Situation, um deine Kinder, um deine Zukunft, um alles, was dich angeht, und du bittest ihn und du bist Fakir, du bist arm, ich brauche dich, dann bist du in einer totalen Dienerschaft. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, jetzt gehe ich mal zum Vers, damit wir das schön komplementieren, er sagt subhanahu wa ta'ala im Koran, Ud'uni astajib lakum, das haben wir ja gestern gemacht, Ud'uni astajib lakum, bittet mich und ich werde eure Bittgebet erhören. Habt ihr ihn um irgendwas gebeten? Habt ihr Dua gemacht? Okay, ich mache weiter. Ud'uni astajib lakum. Bittet mich, ich werde eure Bittgebet erhören. Wie geht's weiter? Innal ladhina, diejenigen, die was? Yastakbiruna. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Subhanallah. Diejenigen, die hochmütig sind, was meine Anbetung angeht. Normalerweise müsste jetzt kommen, was müsste jetzt kommen? Innal ladhina yastakbiruna an du'ai. Diejenigen, die mich nicht bitten, weil der Vers geht ja so. Ud'uni astajib lakum. Macht du'a, ich werde eure Bittgebete erhören. Normalerweise müsste jetzt stehen oder heißt, diejenigen, die hochnäsig sind und mich nicht bitten wollen.
Es kommt aber, diejenigen, die hochnäsig sind und mich nicht anbeten. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي. Er hat nicht gesagt, يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ دُعَائِي. Siehst du, Allah subhanahu wa ta'ala hat anstatt Dua, Bittgebet, Ibadah, Anbetung gemacht. وَاعْتَبَرَ الَّذِي لَا يَدْعُو مَاذَا مُسْتَكْبِرًا. Katastrophe, mein Bruder, Katastrophe, meine Schwester, tut mir leid, dir das mitteilen zu müssen. Aber wenn du zu den Menschen gehörst, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht bitten, dann bist du laut den Urteilen von Allah subhanahu wa ta'ala jemand, der was, der hochmütig ist, wal'iyadu billah. Warum willst du deine Hände nicht hochheben? Brauchst du ihn nicht? Hast du keine Sünden, die dir vergeben werden? Fastest du Ramadan perfekt? Veränderst du dich bei Ramadan? Wie bist du jetzt geworden nach den vielen Ramadans? Wieso bittest du ihn nicht darum, dass du dich im Ramadan verändern möchtest? Weißt du, warum du ihn nicht bittest? Weißt du, warum du kein Dua aussprichst leider? لِأَنَّهُ لَا صِلَةَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَزَّ وَجَلَّ. Weil zwischen dir und ihm ist keine Verbindung. Das muss ich dir leider sagen. Ja? Zwischen dir und ihm besteht keine Verbindung. Sonst würdest du ihn bitten, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, mein Ziel, meine Geschwister, ist, dass wir Dua richtig, neu und richtig verstehen. Ja? Dua, meine Geschwister, ist nicht, dass du erstmal Dua machst, nachdem die Frau dich abgelehnt hat, sie will dich nicht heiraten, und dann sagst, dann fange ich jetzt an, Dua zu machen. Nein! أنت تدعو حتى تقر بعبودية الله. Du bittest, du machst Dua, weil du was? Weil du weißt, das ist eine Anbetung. Hierbei bete ich Allah subhanahu wa ta'ala an. Ja, Nas, meine Geschwister, wer sagt, ich möchte Al-Ubudiya, ja, ich möchte die Dienerschaft gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala zu spüren bekommen. Alaikum bid-du'a. Ihr sollt Bittgebete, ihr sollt anfangen, Bittgebete auszusprechen. Und nicht das auswendig Gelernte, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gemacht hat. Das könnt ihr auch machen. Aber fangt mal an, was Persönliches auszusprechen. Nicht, ich bitte ihn nur, weil ich jetzt eine Prüfung vor mir habe. Nein, ich bitte ihn nur, weil ich den Arbeitsplatz nicht bekommen habe. Nein. Uridu minka ya Rabb. Was? Ich brauche dich, ja Allah. Weil ich mache Dua, ya Allah, weil ich in deine Nähe kommen möchte. Ja? Und wie schön ist es, meine Geschwister, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala, wenn der Abd, wenn der Diener seinen Herrn anspricht und ihn bittet, Ya Rabb, miskin, muhtajun ilayk, khuz biyadi, a'inni, waffiqni, wassi' rizqi, ghudda basari, ij'alni khashi'an fi s-salah, lass mich im Gebet gottesfürchtig sein, bereichere mich, ij'alni wafiyan, muhsinan, hayyan, sadiqan, sabiran, ihdini ila sirat al-mustaqim. Meine Geschwister, تعلموا إخوتي, lernt meine Geschwister, ja, نحن لا ندعو حتى تستجاب دعواتنا. Wir bitten, wir machen Dua nicht nur, damit unsere Bittgebete erhört werden. Und das war's, nein. بل حتى نتعلم الذل لله عز وجل. Sondern wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, damit wir lernen, dass wir was? Uns vor ihm erniedrigen. Hatta nata'allama al-ubudiyya. Damit wir die Dienerschaft, die wahre Dienerschaft gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala lernen. Diese wahre Dienerschaft, die lernst du nur durch Ad-Dua. Ad-Dua huwa al-ibadah. Das Bittgebet ist die Anbetung. Ich wünsche euch, meine Geschwister, ein gutes Abendessen oder Frühstück, ja, und es freut mich, wenn ihr morgen, inshallah, weiter mit mir macht. Ich werde, inshallah, weiter mit Dua weitermachen. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.